Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um das allseits bekannte Thema Mode. Ich weiß nämlich, dass meine Modetrends-Videos bei euch immer super gut ankommen und ihr die einfach jedes Mal mega, mega feiert. Deswegen gibt es heute einen Modetrend 2018. Ich würde auch schon sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Beginnen wir mal mit dem Trend, der eigentlich am wichtigsten ist, weil ich finde, er spielt in alle anderen Trends rein. Und zwar geht es um den Farbentrend, also die Trendfarbe 2018. Und diese Farbe ist ultraviolett. Ich dachte mir auch so, nur so, was? Ja, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich war nie wirklich der Fan von Lila. Vielleicht habt ihr schon an meinen Händen gesehen, ich habe mir gestern lila Nägel machen lassen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Irgendwie liebe ich diese Farbe seit einiger Zeit. Ich bin einfach nur so, diese Farbe ist so geil! Und ich habe wirklich so lange lila überhaupt nicht gemocht, aber ich habe gestern einfach lila Nägel machen lassen. Ich weiß auch nicht wieso. Aber nee, ohne Witz, ich weiß nicht, was los ist, aber ich finde diese Farbe einfach so cool. Ich muss sagen, es ist natürlich nicht super einfach, diese Farbe zu kombinieren. Aber ich finde das irgendwie besonders an Jacken, so an so Fellmänteln mega cool. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mir noch eine Felljacke kaufen soll. Natürlich alles aus Kunstfell, aber ich habe mir in den letzten 4 Wochen schon 2 Kunstfelljacken gekauft. Ich habe aber Lust, mir noch eine Lila zu kaufen, aber nein! Ihr werdet es in der nächsten Zeit schon sehen, ob ich mir doch eine lila Felljacke geholt habe. Ich denke, ich werde stark bleiben und mir nicht noch eine Felljacke kaufen, weil das wäre echt ein bisschen viel. Trotzdem mega, mega coole Farbe. Auch super cool ist, da bleiben wir auch so ein bisschen beim Thema Jacken, der Trenchcoat-Trend. Ich liebe, liebe, liebe Trenchcoats seit Jahren. Ich finde, das ist so ein Teil, das kann man immer tragen und Trenchcoats sind einfach ein Klassiker. In diesem Jahr aber wird dieser Klassiker auch ein bisschen umgewandelt. Zum Beispiel in Überlänge oder XXL, generell einfach irgendwie voll groß oder in anderen Farben. Sehr, sehr cool. Ich glaube, ich bleibe bei meinem ganz klassischen Trenchcoat. Aber finde ich sehr cool. So ein bisschen was anderes, aber gleichzeitig irgendwie der Klassiker. Finde ich einfach sehr cool. Außerdem Layering. Layering liebe ich auch schon seit Jahren. Es ist einfach, es geht einfach immer, es sieht einfach immer cool aus. Und es geht einfach auch, finde ich, nie aus der Mode. Dieses Jahr aber ganz besonders gehypt. Und wer nicht weiß, was Layering ist, man trägt einfach verschiedene Klamottenschichten übereinander. Hört sich vielleicht komisch an, aber es ist besonders für die kälteren Tage ganz cool. Aber auch im Frühjahr ist es ganz praktisch, wenn man einfach mehrere Schichten anhat und dann die eine Schicht aussieht und dann ist es ein bisschen angenehmer. Was laber ich? Ich glaube, ihr versteht selber, was Layering ist langsam. Sehr, sehr cool. Sieht einfach immer stylisch aus. Das macht ein ganzes Outfit irgendwie nochmal ganz anders und ein bisschen besonderer und cooler. Man kann es einfach kombinieren, wie man möchte. Finde ich sehr cool. Ja. Bleiben wir beim Thema Mäntel und Jacken. Teddycoats. Sehr, sehr cool. Habe ich ja schon ein bisschen angesprochen vorhin mit den Fellmänteln. Teddycoats haben an sich aber eher kürzeres Fell, also eher so ein bisschen teddymäßiger. Kann man auch in allen möglichen Farben tragen, ob man es ein bisschen auffälliger möchte mit, was weiß ich, irgendwelchen auffälligen Farben. Aber ich glaube, die meisten tendieren da eher zu neutraleren Tönen, also dieses ganz typische Beige oder Schwarz ist eigentlich auch ganz cool. Sehe ich wirklich super auf der Straße, vor allem hier in London trägt das irgendwie jeder. Bleiben wir noch kurz beim Thema Mäntel. Danach ist es aber endlich vorbei. Dann kommen auch mal andere Kleidungsstücke dran. Dieser Trend ist jetzt nicht unbedingt nur auf Mäntel zugeschnitten, aber ich finde persönlich Mäntel da sehr cool. Und zwar geht es um den Trend Transparenz. Das heißt, ja, transparente Teile. Da kann man wirklich Taschen, was ich auch mega cool finde. Rucksäcke, Schuhe, Mäntel. ja, was man möchte. Habe ich jetzt persönlich auch noch nicht. Ist auch, glaube ich, nicht was für jeden. Ich denke, das trauen sich eher weniger Leute. Es ist schon ein bisschen auffälliger. Finde ich aber mega, mega, mega cool. Ein super cooler Trend. Okay, und jetzt was nicht zu mänteln. Es geht um einen nächsten Trend, den man auch wirklich überall anwenden kann. Und zwar Rüschen und Bonos. Ja, ihr habt es schon in meinen letzten Videos mitbekommen. Das war auch 2017 ein wirklich super großer Trend und ich habe den wirklich voll ausgelebt. Wenn ihr meine Hauls von 2017 kennt, hatte ich so gefühlt alles mit Rüschen und Volants. Also ich habe wirklich so viele Sachen mit Rüschen und Volants gekauft. Das ist echt unglaublich.
Und ich sehe schon gerade, ich trage schon wieder ein Oberteil mit Rüschen. Das habe ich mir auch relativ neu gekauft. Also ihr seht, ich bin immer noch sehr in diesem Trend drin. Einfach mega cool. Das macht ganz normale T-Shirts zu was ganz Besonderem. Oder Kleider, Röcke, Schuhe, Taschen, was auch immer. Wirklich, das findet man wirklich überall. Also ich kann euch kein Kleidungsstück oder kein Accessoire sagen, wo man keine Rüschen und Volants draufballern kann. Finde ich super, dass es dieses Jahr weiterhin ein Trend bleibt. Außerdem Statement Sleeves waren ja auch im Winter wirklich, hat man das überall gesehen. Egal ob mit Schleifen oder halt so Ärmel in Überlänge oder Trompetenärmel oder Rüschen, was auch immer. Damit entfernt man sich so ein bisschen von diesem ganz typischen, langweiligen Winterpullover. Wie ihr vielleicht schon merkt, bin ich mit den Trends dieses Jahr wirklich sehr zufrieden. Ich muss aber sagen, es gibt ein paar Trends, von denen ich nicht ganz überzeugt bin. Zum einen der Asymmetrie-Trend. Ja, bin ich einfach irgendwie nicht so der Fan von. Beziehungsweise von den meisten Sachen nicht. Ich finde, es gibt schon ein paar Sachen, die ganz cool sind, aber was ich halt wirklich einfach nicht so feiere, sind so One-Shoulder-Sachen oder einfach irgendwie Kleider, die dann so schräg unten abgeschnitten sind oder... Nee, ich feiere es einfach irgendwie nicht. Was sagt ihr dazu? Lasst mich das auf jeden Fall wissen, was ihr dazu denkt. Würde mich sehr interessieren. Den nächsten Trend, den finde ich aber wirklich wieder super cool. Und zwar geht es um das Thema Slipdresses. Ja, Slipdresses finde ich super cool. War ja auch letztes Jahr schon mega angesagt. Da aber eher so dieses Klassische. Dieses Jahr wird das Ganze aber so ein bisschen aufgepeppt. Schon wieder. Und zwar mit Pailletten oder irgendwelchen auffälligen Farben oder meinetwegen auch Federn oder so. Egal mit was, aber gefühlt Hauptsache nicht das ganz normale klassische Slipdress. Also wirklich, da knallen Designer alles drauf, was geht. Ich glaube, ich persönlich, obwohl ich finde so ein Pailletten-Slipdress auch mega cool, aber ich mag diesen typischen Nachthemd-Stil davon eigentlich auch, also das ganz klassische. Ich habe das auch schon in meinem letzten Trends-Video angesprochen. Ich glaube, das war Herbst-Winter 2017-Trend. Und dieser Trend, der bleibt dieses Jahr auch weiterhin bestehen. Das finde ich wirklich sehr cool. Es geht um Logo-Shirts oder Slogan- oder Statement-Shirts, was auch immer. Ich habe in meinem letzten Video ja eher so die politischen Statement-Shirts angesprochen. Die bleiben dieses Jahr auch weiterhin voll im Trend, aber auch Logo-Shirts. Also Tommy Hilfiger ist ja auch super beliebt oder Calvin Klein haben ja viele getragen. Was auch immer. Was ich da wirklich cool finde, ist, dass man das ganz unterschiedlich kombinieren kann. Es ist ja im Endeffekt auch einfach nur ein weißes T-Shirt, was ja immer geht. Einfach mit einem Logo drauf. Das finde ich wirklich sehr cool, weil es ist eigentlich relativ basic und da kann man wirklich ganz viel mitmachen. Bevor wir jetzt zur Kategorie Schuhe kommen, würde ich sagen, wir schneiden noch ganz kurz das Thema Hosen an. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, sind weite Hosen. Dieses Jahr ist es wirklich ganz egal, in welchem Stil. Ganz egal, ob Culottes, die letztes Jahr ja auch mega im Trend waren und auch weiterhin super modern bleiben. Oder Paperback-Hosen oder was auch immer. Aber je weiter weg von der ganz normalen Skinny-Jeans, desto cooler. Also ja, ganz egal, da gibt es wirklich so viele Schnitte und was auch immer, Farben, Formen, Muster. Aber es geht dieses Jahr besonders im Hinblick auf den Sommer einfach um lockere, weite, gemütliche, bequeme, coole Hosen. Ich freue mich sehr. Und ich denke, da kann man wirklich so viel Looks auch mit kreieren. Man kann das wirklich super lässig stylen, wie auch schon das Shirt, worüber ich vorhin geredet habe. Man kann es wirklich super lässig mit einem Schlabber-T-Shirt und, weiß ich nicht, Sandalen oder was auch immer. Aber man kann diese Hosen auch wirklich sehr aufstylen. Vor allem, so wenn die aus so einem Chiffonstoff sind, dass die eh schon ein bisschen schicker aussehen, dann ist es da gar nicht so schwer, da ein schickes Outfit draus zu machen. Und da finde ich wirklich das Tolle, dass es für jeden irgendwie sowas gibt und zu jedem Stil. Es gibt da einfach so viele Variationen. Da gibt es nicht so ein bestimmtes Ding, wie zum Beispiel beim Slipdress jetzt. Es gibt ganz verschiedene und da ist für jeden irgendwie was dabei. Und wenn man ein bisschen was sucht, findet man auf jeden Fall was, was seinem Geschmack entspricht. Das finde ich wirklich super cool bei diesem Trend. Und es ist einfach unglaublich gemütlich. Und kommen wir auch schon zur letzten Kategorie und das sind Schuhe. Vielleicht eine meiner liebsten Kategorien. Ja, Schuhe. Dieses Jahr, was ich wirklich so, so, so cool finde, sind spitze Schuhe. Yay! Letztes Jahr ja auch schon super im Trend. Spitze Schuhe, Leute, ich bin einfach von Anfang an wirklich ein riesen, riesen, riesen Fan. Egal ob an Pumps oder an Boots. Oh, ich liebe spitze Boots. Ich finde, die machen alles so ganz anders. Die machen so eine ganz spezielle Note in das Outfit. Das ist wirklich so egal, was für ein Schuh es ist. Aber so ein spitzer Schuh, das gefällt auch, muss ich sagen, nicht jedem. Aber das bringt so ein gewisses Etwas in das Outfit und das mag ich sehr. Und der letzte Trend.
ist wieder so ein Trend, wo ich habe mich noch nicht so mit dem Trend angefreundet. Es geht um Kitten Heels, meine lieben Freunde. Kitten Heels, wenn ich weiß, was das ist, das sind kurze, dünne Absätze, also so, weiß nicht, 5 cm oder so. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin einfach noch nicht so der Fan davon. Das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die ich in einem halben Jahr tragen werde, obwohl, weiß ich jetzt noch gar nicht wirklich. Man sieht Kitten Heels ja überall. Egal wer, egal wo. So viele Fashion-Blogger, was auch immer, tragen super gerne Kitten Heels. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Und auch generell, schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, welcher euer Lieblingstrend ist und welchen Trend ihr am wenigsten mögt. Das ist mega cool. Finde ich wirklich super interessant. Ich freue mich schon sehr, eure Kommentare dazu zu lesen. Ich will jetzt auch schon sagen, damit beende ich das Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welchen Trend ihr am besten findet und welchen ihr am wenigsten mögt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und bis dann. Ciao.